liebe Zuschauer, zweites deutsches Fernsehen live und in Farbe am Donnerstag, 22.13 Uhr im ZDF. Vielen Dank. Tausende von Hooligans und Nazischlägern marschieren auf, um angeblich unser Land vor Islamisten zu schützen. Und sie verbreiten Hass und Gewalt. Darin unterscheiden sie sich kaum von ihrem Feindbild, den gewaltbereiten Salafisten und Dschihadisten. Haben Sie deshalb Zulauf, weil der Staat bisher ziemlich überrollt und hilflos erscheint gegen die Gotteskrieger, die Menschen köpfen und das Kalifat errichten wollen? Mobilisieren die Rechtsextremen nun neue Anhänger mit dieser Angst vor dem Dschihad? Kurden und Islamisten liefern sich ohnehin blutige Straßenschlachten bei uns. Ist Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes längst ein Nebenkriegsschauplatz geworden? Was tun gegen diesen neuen Hass? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Serdar Somuncu, der Kabarettist, sagt, es gibt einige, die glauben, wenn wir mit den Salafisten auf gesetzlicher Ebene nicht klarkommen, dann überlasst den Rechten doch das Problem. Olaf Sundermeier, der Journalist, war bei den Krawallen in Köln dabei und sagt, der Spruch Hooligans gegen Salafisten ist nur ein Vorwand. Das wahre Motto der Rechten heißt Ausländer raus. Rainer Wendt, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, befürchtet, Ausschreitungen wie in Köln werden zunehmen. Das ist in allen Städten möglich. Sevim Dadelen, die linken Politikerin, fordert, wir müssen die Rekrutierung von Salafisten im Inland mit allen Mitteln unterbinden. Hier versagt der Staat komplett. Peter Neumann, der Terrorismusforscher, warnt, auch in Deutschland kann es zu islamistischen Anschlägen kommen. Und Heiko Maas, der Bundesjustizminister, ist gegen jeden Aktionismus. Aber Rassismus und Gewalt unter dem Deckmantel der Religion haben bei uns keinen Platz. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und willkommen in der Runde, liebe Zuschauer. Viele haben die Bilder am Wochenende gesehen, aber nur wenige konnten sich erklären, was da eigentlich passiert ist. Köln am Wochenende. Die Polizei hatte 1500 Hooligans erwartet. Es wurden fast 5000. Rechte Schläger versammelten sich unter dem Motto Hooligans gegen Salafisten. Ein Aufruf im Internet. Überall werden die Leute geköpft. Ja, was ist denn los? Möchtet ihr, dass in 10 Jahren jedem gesagt wird, Kollege, nimm den Koran an oder stirb? Hooligans aus ganz Deutschland, ansonsten bitter verfeindet, schlossen sich mit Rechtsradikalen zusammen. Eine gefährliche Allianz. Die wollen ein Feindbild Islam schüren. Sie unterscheiden nicht zwischen Muslimen und Islamisten oder Salafisten. Und beiden Gruppen kommt jetzt natürlich die Gelegenheit gerade recht, weil Salafismus das große Thema ist, eine Art Kampf der Kulturen zu inszenieren. Eine gewalttätige Inszenierung. Die Polizei in Köln konnte nur mit Mühe Schlimmeres verhindern. Die nächsten Aufmärsche sind für den November bereits angekündigt. Herr Maas, erste Frage an Sie. Tausende kampfbereite Schläger kommen an diesem Tag in Köln zusammen, und zwar aus dem gesamten Bundesgebiet. Wollte man oder konnte man nicht mehr dagegen tun? Naja, zunächst einmal muss man ja fragen, ob eine solche Demonstration zugelassen werden muss. Anscheinend gab es keine Hinweise, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewalttätigkeiten zu erwarten gewesen sind. Man ist wohl auch überrascht worden von der hohen Anzahl gewaltbereiter Hooligans, die dann auch zusammen mit gewaltbereiten Rechtsextremen gekommen sind. Das hat sich dann in einer bisher noch nie dagewesenen Form entladen. Das wird uns allerdings für die Zukunft, wenn es darum geht, bei den Demonstrationen, die angemeldet sind, sicherlich dazu bringen, das etwas intensiver zu prüfen. Und das wird ja auch jetzt in Berlin getan für die Veranstaltungen, die im November angemeldet werden. Ich kann mir durchaus intensiver zu prüfen ist immer so eine hübsche Umschreibung. Hätte ja sie nicht eigentlich verboten werden müssen? Na, man muss, na, im Nachhinein ist man immer schlauer, ehrlich gesagt. Aber wir müssen ja gucken, was geschieht in Zukunft. Intensiv muss man das prüfen, weil es in der Regel dann nachher von Gerichten überprüft wird. Das Demonstrationsrecht ist eines unserer wichtigsten Grundrechte. Wir wissen jetzt, dass das erste Ziel derjenigen ist, die da zusammenkommen, gewalttätig zu werden. Das heißt, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit für Gewalttätigkeit, und damit besteht auch eine gute Möglichkeit, solche Demonstrationen nicht
nicht zuzulassen und auch so, dass das von Gerichten bestätigt wird. Rainer Wendt ist bei uns, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Wendt, Sie führen eine Datei Gewalttätersport mit insgesamt 400 Namen. Sind Sie allein von der Anzahl erschrocken gewesen, überrascht gewesen oder von der Brutalität? Überhaupt nicht überrascht. Die Polizei war auch nicht überrascht. Nein, es war damit gerechnet worden, dass mehr als 4000 Leute anreisen werden. Und da ja auch bekannt war aus den Internetaufrufen, aus den sozialen Netzwerken, wer da anreist, konnte man auch von der Gewalt nicht überrascht sein. War man auch nicht überrascht, darauf war man eingestellt. Das ist so, so eine Geschichte, dass man gedacht hatte, nur 1000 oder 1500 geben. Nein, nein, man hat schon mit mehr als 4000 gerechnet, auch wenn das öffentlich anders kommuniziert wurde. Mhm. Und das vornherein zu verbieten, ist ausgesprochen schwierig. Auch damit hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen viel Erfahrung, im Übrigen negative Erfahrungen. Denn wenn man ein solches Verbotsverfahren anstrengt, dann muss man schon ziemlich sicher sein, dass es vor Gericht auch besteht, weil man sonst diese Szene sehr aufwertet. Dann haben die schon den ersten Sieg davongetragen, bevor die Veranstaltung überhaupt angefangen hat, wenn nämlich die Verbotsverfügung der Polizei vom Verwaltungsgericht einkassiert wird. Und das ist leider sehr häufig passiert. Die Gerichte stellen hohe Anforderungen. Alleine die Ankündigungen in sozialen Netzwerken, wir machen da jetzt richtig Bambule, reicht vor Gericht regelmäßig nicht. Deshalb kann man jetzt mit diesen Erkenntnissen das in Berlin und Hamburg neu prüfen. Klingt so, als wären Sie nicht überrascht gewesen, dass aus 1500 Leuten dann insgesamt 4800 wurden. Herr Sundermeier, Sie sind Journalist und haben sich spezialisiert auch darauf, wie Rechtsextreme und die Hooligans tatsächlich solche Chancen in Anführungsstrichen auch nutzen. Die Polizei hat zunächst gesagt, dass sie von dem Ausmaß überrascht war. Waren Sie das auch? Also wenn ich höre, was da anders kommuniziert wurde absichtlich. Ich habe mehrfach mit der Kölner Polizei vor dem Sonntag gesprochen und mir wurde immer die Zahl 1000 bis maximal 1500 genannt. Und wenn Sie sagen, dass es absichtlich kommuniziert wurde, der Innenminister Jäger hat sich ja nach dem Sonntag vor die Presse gestellt und gesagt, wir haben mit 4000 gerechnet, dann muss ich das wohl so interpretieren, dass mit Systemen die Medienvertreter angelogen werden. Nein, ich glaube definitiv, dass es jetzt eine politisches Argument ist, was in den Ring geworfen wird, um sich zu schützen, weil die Polizei einfach und die gesamten Sicherheitsbehörden, auch die Polizei ist auf die Information vom Landesverfassungsschutz zum Beispiel angewiesen, dort nicht nur in Düsseldorf, auch gerade in Baden-Württemberg, wo sich diese Hooligan-Szene, wo sich dieses Netz Hooligans gegen Salafisten ursprünglich entwickelt hat. Man hat das komplett falsch eingeschätzt. Die Gegendemonstranten haben mobilisiert mit dem Slogan, das könnte die größte rechtsextremistische Demonstration in Westdeutschland seit Jahren werden. Damit haben sie recht gehabt. Die Polizei hat mir persönlich Tage vor dieser Veranstaltung gesagt, das ist reine Mobilisierungspropaganda, die dort vorgenommen wird von den Gegendemonstranten. Okay. Wir gehen davon aus, dass es definitiv nicht mehr als 1500 Leute werden. Und wenn die Polizei dort in einer Mannstärke, auch diese Zahlen differieren ein bisschen, von 1000 bis 1300 aufgetreten ist in Köln, dann ist es definitiv massiv und unterschätzt, denn andere vergleichbare Demonstrationen, in Dresden hat es welche gegeben, wo 4.000, 5.000 bis zu 6.000 Rechtsextremisten zusammenkamen, die sahen sich einer Übermacht von Polizisten gegenüber, die weitaus größer war als sie in Köln. Also die Sicherheitsbehörden haben für mich in dieser Einschätzung versagt. Herr Wendt, gleich die Gegenfrage. Schönen Sie im Nachhinein Ihre Situation? Weil so richtig Nein. glücklich sah die Polizei in der Situation nicht aus. Also ich meine, wir wissen natürlich, erstens ist man hinterher immer schlauer und wir wissen ja auch aus dem Fußball, die besten Trainer sitzen ja nicht auf der Trainerbank, sondern oben auf der Tribüne und die allerbesten, die wissen hinterher am besten, was wir vorher hätten wissen müssen und was wir hätten besser machen müssen. Gut, aber Herr Sundermeier hat es ehrlich gesagt schon am Samstag in der FAZ geschrieben. Also wir wissen das ja auch von der Opposition im Landtag, die kommen dann sofort damit raus, die Polizei hat versagt. Ich will Ihnen mal was sagen. Herr Wendt, ich bin nicht in Köln gewesen, weil ich Langeweile hatte, sondern weil ich vorher wusste, was passieren wird. Wenn man wissen will, was dort passiert ist, dann sollte man fragen, was passiert ist. Dann sollte man sich die Antworten ruhig anhören. Das passiert jetzt ja im Parlament auch. Dann sollte man darüber nachdenken und dann auch zu einer Bewertung kommen. Und am besten nicht die Reihenfolge verwechseln. Das ist ganz wichtig, weil das tut gerade die Opposition in Nordrhein-Westfalen. Die hauen zwei Stunden nach der Veranstaltung raus, die Polizei hätte versagt, ohne überhaupt im Entferntesten zu wissen, was da überhaupt passiert ist.
Das wird jetzt aufgearbeitet. Und das ist natürlich auch richtig, dass das aufgearbeitet wird. Ich habe heute Morgen noch mit einem jungen Bundespolizisten gesprochen, der mir erzählt hat, wie er das alles so erlebt hat. Und der natürlich, und das haben auch die Einsatzkräfte, ein Anrecht darauf, dass die Fragen, die sich in der Belegschaft, die sich bei den Einsatzkräften jetzt auch ergeben haben, das sind ja solche Fragen, aber wir haben noch keine Antworten darauf, die haben aber einen Anspruch darauf. Wenn die da ihren Kopf hinhalten, haben die auch einen Anspruch darauf, von ihren Vorgesetzten darüber informiert zu werden, was ist wie gelaufen und warum ist so entschieden worden. Bei uns ist Serdar Somuncu. Herr Somuncu, Sie sind Kabarettist, Sie sind Autor und Sie sind Fußballfan. Normalerweise hauen sich die Hooligans von, ich weiß nicht, Dortmund und Schalke gegenseitig die Köpfe ein. Diesmal haben wir eine ganz andere Dimension erlebt. Ist es auch in Ihren Augen neu? Der Zusammenschluss dieser Szene ist neu. Aber vorab noch ein Wort zu Ihnen und auch zu Ihnen, Herr Maas. Also erstmal, wenn ich Polizist wäre, würde ich mich von Ihnen ganz schön verraten fühlen. Wenn Sie das mit dem Fußballspiel vergleichen und wir sind alle die Trainer, das ist ein hochriskanter Einsatz, bei dem wirklich Sie eigentlich verantwortlich sind, dafür Ihre Leute zu schützen. Und der Offenbarungseid, den Sie hier leisten, indem Sie sagen, es war nicht davon auszugehen, dass es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, bei der Klientel, die sich da trifft, der ist mehr als verwunderlich. Also da würde ich, da weiß ich nicht, auf wen ich mich verlassen soll, wenn der Justizminister mir sagt, da treffen sich Hooligans und Nazis, also mit Gewalt rechnen wir nicht. Das ist das eine. Und das andere ist eine ganz berechtigte Frage. Wenn Sie das alles wussten, wenn Sie das alles so schön eingeschätzt haben, warum war das am Kölner Hauptbahnhof? Warum fand das mitten in den Leuten statt? Also wenn ich am Hauptbahnhof ahnungslos ankomme und gerate in eine Demo von 4000 Hooligans und Nazis plus 1500 Polizisten, also da habe ich die Hosen voll. Haben Sie es vorher nicht gewusst? Und jeder Falschparker kriegt sofort ein Knöllchen und zahlt dafür. Was passiert mit den Leuten, die diesen Schaden verursacht haben? Wir zahlen dafür Steuern, für diesen riesen Polizeieinsatz. Werden die jetzt irgendwie zur Rechenschaft gezogen? Genau. Ja, das ist das Mindeste. Und darüber müssen wir nachdenken und jetzt nicht Parteipolitik betreiben und dem anderen die Schuld zuschieben. Meiner Meinung nach müssen hier Instanzen versagt haben. Die Bilder, die wir sehen, sind keine Normalität. Wer dafür auch immer verantwortlich ist, der sollte es eingestehen, ohne dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und alles andere in der Zukunft kann man regeln. Ich glaube, durch viel schärfere Gesetze und im Vorfeld durch die Aufmerksamkeit auch, die man auf diesen Punkt zu lenken hat. Den Fokus nämlich auf Rechtsradikalismus, Hooliganismus und diesen Zusammenschluss dieser Szene. Auch die Auflagen. Nein. Also, man darf sich das alles nicht so einfach machen. Schärfere Gesetze und woanders. Nein, auch solche Auflagen, wo eine Demonstration stattzufinden hat, muss übrigens gerichtsfest sein. Und auch damit hat die nordrhein-westfälische Polizei viel Erfahrungen, dass wenn solche Auflagen gemacht werden, die sofort auch wieder vom Verwaltungsgericht kassiert werden, wenn nicht vorher Tatsachen wirklich das belegen, harte Fakten, die das unterstützen und die Lagen schlicht und ergreifend. Wie genau hätte man einschätzen können, was sich da in Köln zusammenbraut? Fragen wir Frau Dadelin. Sie sind für die Linken in Bochum, haben Sie Ihren Wahlkreis, Frau Dadelin. Ihr Büro ist insgesamt viermal schon überfallen worden. Feiert diesen Kölner Tag, diesen Kölner Demonstrationstag, die rechte Szene mittlerweile als vollen Erfolg? Ja, selbstverständlich. Auch die rechte Szene und die rechte Hooligan-Szene, auch in Bochum, die ja sehr stark eingebunden war, bei dieser Veranstaltung in Köln von Anfang an dabei. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir nach vorne diskutieren wollen, ist auch ganz wichtig, dass wir wirklich aufhören müssen, rechte Gewalt oder die Gefahr von Neonazis zu verharmlosen oder sie eben auch zu unterschätzen. Es gab deutliche Warnungen im Vorfeld dieser Veranstaltung in Köln und auch Hinweise. Es gab seit Anfang des Jahres mehrere solcherlei Veranstaltungen mit weitaus weniger Teilnehmern. Aber es gab sie in Mönchengladbach, in Dortmund, auch in anderen Städten außerhalb Nordrhein-Westfalens, wo diese Zusammenhänge auch zu sehen waren. Und diese Warnungen gab es dann im Vorfeld von Köln und diese Warnungen wurden aber ignoriert. Und ich muss mich schon fragen, wieso werden diese Warnungen ignoriert in einem Land, in dem NSU stattgefunden hat? Wieso wird diese rechte Gefahr so relativiert oder eben auch nicht ernst genommen? Und da mache ich mir dann schon Sorgen, weil einen Punkt möchte ich noch gerne hinzufügen hier, weil ich denke, wir haben auch wirklich mit einer neuen Welle rechtsextremistischer Welle in Deutschland zu tun, auf die wir uns
wohl nicht hinreichend genügend vorbereitet haben. Die Politik, so wie es aussieht, war nicht vorbereitet. Man hatte eine sehr verfehlte Gefahrenanalyse. Man hat nicht genau zugeschaut, wer meldet an, wer organisiert oder wie wird organisiert und wer ruft dazu auf. Weil es waren ungefähr 5000 Menschen in Köln. Aber was mir große Sorgen bereitet, ist, dass diese Facebook-Gruppe über 40.000 Likes bekommen hat. 40.000 gefällt mir Angaben gab es. 40.000 Menschen haben mit gefällt mir ihre Zustimmung für diese Veranstaltung im Vorfeld bekundet. Und das heißt doch, dass da wirklich etwas ganz Großes auf uns zukommt und wir aufhören sollten, die neonazistische Gefahr in Deutschland zu unterschätzen. Herr Sundermeier, erzählen Sie uns noch mal aus Ihren Beobachtungen. Wer war da eigentlich auf der Straße? Das waren Hooligans, es waren Skinheads, es waren Rocker, es waren klassische alte Neonazis? Richtig, genau alle zusammen, genau wie Sie sagen. Diese gesamte Melange, diese Mischung in einer Massivität und einer Gewaltbereitschaft gepaart mit blankem Rassismus, wie wir das in dieser Konzentration zumindest im Westen Deutschlands noch nie erlebt haben. Ich persönlich habe das noch nie erlebt und ich bin bei vielen Aufmärschen in den vergangenen Jahren in der gesamten Republik unterwegs gewesen. So etwas hat es nicht gegeben. Eine Sache ist mir ganz wichtig. Ich lese viel, ich höre viel darüber, dass Rechtsextremisten diese Demo angeblich unterwandert hätten. Rechtsextremisten können nicht durch Rechtsextremisten unterwandert werden. Neonazis können nicht durch Neonazis unterwandert werden. Das war eine fast homogene, gewalttätige, rechtsextremistische Masse in einer Geballtheit, wie ich sie persönlich noch nie erlebt habe. Und das ist in Deutschland seit dem Krieg auch noch nicht gab. In Westdeutschland seit dem Krieg noch nicht gab. Wir hatten große Aufmärsche in Dresden, jedes Jahr immer zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens durch Alliierte. Das ist aber eine ganz andere Art, eine politisch motivierte rechtsextremistische Demonstration bringt andere Leute zusammen. Das ist eine andere Mischung. Dort haben sie auch einen kleinen, gewaltbereiten Kern. Aber hier ging es nicht um Politik. Es ging nicht darum, irgendwelche Botschaften zu verbreiten. Diese Leute dort hätten für oder gegen alles demonstrieren können, auch gegen das Rauchverbot in der Kölner U-Bahn beispielsweise. Es ging nur um das Motto Gewalt und Ausländer raus. Und deswegen haben sich diese gewalttätigen oftmals Leute aus dem Fußballmilieu nicht nur zusammengeschlossen, egal ob sie jetzt aus Kaiserslautern und Karlsruhe kamen, wo man sich üblicherweise feindlich gegenübersteht, oder wie Sie sagen, auch Schalke 04 oder Borussia Dortmund. Die sind da aufgelaufen, weil sie Taten statt Worte sehen wollen. Dieses Motto, was wir vom nationalsozialistischen Untergrund kennen, vertreten diese Leute ganz genauso. Im Übrigen weiß ich, weil ich diese Leute seit vielen Jahren einfach beobachte, dass dort viele gewesen sind, die man zum äußersten Sympathie Sympathisantenkreis des NSU zählen kann, die selbst teilweise aus dem thüringischen Heimatschutz kamen, wo auch Zschäpe, Mundlos und Böhnert herkamen, die enge Verbindungen haben, zum Beispiel zur neonazistischen Szene in Dortmund gibt es jahrelang Verbindungen. Auch nach Baden-Württemberg? Mit Baden-Württemberg gibt es Verbindungen. All diese Leute sind dort gewesen und die haben einfach, die sagen, das, was die NPD jahrelang versucht hat, zu sagen, wir gehen in die Parlamente, wir lassen uns wählen, um dann die Demokratie über die Parlamente abzuschaffen, so wie die NSDAP das ja auch mal gemacht hat. Das ist das historische Vorbild der NPD. Das verfängt nicht mehr. Die kriegen eine Wahlniederlage nach der anderen. Die sind völlig bedeutungslos. Und statt sich jetzt Politiker unterschiedlicher demokratischer Parteien hinstellen und lautstark ein NPD-Verbot fordern, also das Verbot einer Partei, die ohnehin schon völlig bedeutungslos ist, sollten sie sich lieber um diese rechtsextremistischen Gewalttäter kümmern, die einen viel größeren Schaden anrichten können, als irgendwelche Neonazis in Nadelstreifen, die im Kreistag im Erzgebirge sitzen. Bei uns ist Peter Neumann. Herr Neumann, Ihr Thema sind eigentlich nicht die Rechten. Sie befassen sich am King's College in London seit Jahren mit der Dschihadisten-Szene, und zwar der hier in Europa und der, die jetzt in Syrien und Irak ist. Frage an den Fachmann, dass sich Rechtsextreme und Rechtsradikale dieser Angst vor dem Terror und vor dem Dschihad bedienen, um zu mobilisieren. Ist das ein neues Phänomen in Europa oder gibt es das auch anderswo? Das ist in Deutschland ein neues Phänomen, aber das gab es in England schon vor 5 oder 6 Jahren in
England gab es vor 506 Jahren die sogenannte English Defence League, also die englische Verteidigungsliga, wo sich genau wie in Deutschland Rechte und Hooligans zusammengeschlossen haben, Straßenmärsche gemacht haben und sich über Facebook organisiert haben. Das ist genau das Rezept, genau das Modell, das in England vor 506 Jahren abgelaufen ist. Und die große Gefahr ist natürlich, dass sich diese Extreme gegenseitig hochschaukeln. Mhm. Dass die Salafisten sozusagen ihr perfektes Feindbild entdecken in den Rechten. Die Rechten haben ihr perfektes Feindbild in den Salafisten. Und dass sich dadurch eine Polarisierung der Gesellschaft ergibt, die eigentlich in keinerlei Interesse sein kann. Und das ist genau die Gefahr jetzt, wenn es den kleinsten Anschlag von Salafisten gibt, wird das wahrscheinlich von den Rechten genau zum Anlass genommen, noch größere Mobilisierung zu schaffen, noch größere Demonstrationen zu organisieren. Und das ist nicht gut für Deutschland. Okay, Herr Maas, wir fassen zusammen, was bis hierher am Tisch diskutiert wurde. Der Vorwurf kommt aus wenigstens drei Richtungen, dass der Staat im Grunde genommen, um es hässlich zu formulieren, immer noch auf dem rechten Auge blind ist. Das kann man so wirklich nicht sagen. Im Übrigen, die Frage, ob die Verschärfung von Gesetzen irgendetwas nützt, das finde ich, kann man ganz eindeutig mit Nein beantworten. Wir diskutieren gleich darüber, ob eine Verschärfung von Gesetzen geboten wäre. Die Frage ist, begreifen Sie es als eine Gefahr, als eine neue Dimension? Oder sagen Sie, Sie prüfen, und wenn jetzt Hooligans gegen Salafisten, vielleicht irgendwie auch mit der Klamm heimlichen Freunde, es kann nicht die Falschen treffen. Nein, es geht doch zunächst einmal darum, was geschieht mit denjenigen, die dort Straftaten begangen haben, die sich geprüft haben, die Sachbeschädigung begangen haben. Die werden, sobald sie erkennungsdienstlich behandelt worden sind, auch Ermittlungsverfahren bekommen und die werden vor Gericht gestellt werden und die werden auch, hoffe ich, hart bestraft werden. Das sind die Mittel des Rechtsstaates. Die Frage, ob wir, was sollen wir gesetzlich verschärfen? Sollen wir das Demonstrationsrecht einschränken? Nein, wir haben, glaube ich, aus den Erfahrungen aus Köln vor allen Dingen lernen können. Und das hoffe ich, dass das in Zukunft berücksichtigt wird, wenn es darum geht, solche Demonstrationen zu genehmigen. Hooligans sind nicht politisch. Hooligans sind asozial. Sie treffen sich zum Prügeln und sie trinken viel dabei. Das hat nichts mit politischer Meinungsäußerung zu tun. Aber es geht auch darum, was haben wir für Gründe, um solche Veranstaltungen verbieten zu können. Er hat's ja eben es waren sehr viele Hooligans da. Und die Hooligans, und das ist das Problem, der Zusammenschluss der Hooligans mit Rechtsextremen oder sonstigen Gewaltbereiten, das ist die neue Dimension, mit der wir es zu tun haben. Und also wer war dann da? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie noch mal unterbreche. Waren es jetzt Hooligans oder Rechte? Es waren Hooligans, es waren Rechte, es waren Leute, die bisher weder dem Verfassungsschutz noch sonst irgendjemand bekannt gewesen sind. Auf jeden Fall, bitte Sie, das stimmt doch nicht. Die Rechtsextremen, die da waren, waren bekannt. SS-Sigi war dabei. Kennen Sie den nicht? Ja, aber die sind doch, darum geht's doch also gar nicht. Also er meldet sich sogar auch regelmäßig und ist auch noch einigermaßen stolz darauf. Die Frage wenn ist, er nüchtern ist. Wenn er nüchtern ist, genau. Die Frage ist beispielsweise, Ihre SPD-Kollegen schlagen das vor, dass der Verfassungsschutz sich auch mit der Hooligan-Szene befassen müsste. Ja, das wird auch so sein, wenn festzustellen sein wird, dass diese beiden Gruppen immer weiter zusammenwachsen. Dann werden die Hooligans, die zurzeit nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, werden in Zukunft dann auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Also blind sind Sie nicht auf dem rechten Auge, aber kurzsichtig. Warum? Ja, warum also denn? Wenn Sie das, was Sie jetzt verpasst haben, erst später regeln wollen, dann weiß ich nicht, was noch alles passieren muss. Also das ist doch schon die Spitze des Eisbergs. Wir sprechen von dem größten Zusammenschluss einer Nazi-Demo in Köln, mitten in der Stadt. Ja, worauf warten Sie? Die Hooligans sind also bisher nicht vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Es sind nicht nur Hooligans gewesen. Nochmal, ich bestreite das. Ja, eben, das sagt ja auch niemand, dass es nur Hooligans gewesen sind. Ja. Die rechtsextremistische Szene wird sehr wohl vom Verfassungsschutz beobachtet und das schon sehr lange. Womit man anscheinend nicht in dem Umfang zumindest gerechnet hat, ist, dass diese Gruppen, wenn sie zusammentreten, zu einer derartigen Gewalt und zwar in der Masse fähig sind. So, und deshalb sage ich Ihnen mal voraus, bei all den Demonstrationen oder was auch immer, die jetzt da angemeldet werden, wird die Prüfung zunächst einmal von den Behörden, das gilt für Hamburg als auch für Berlin, eine andere sein, als das vorher der Fall gewesen ist. So, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das soll ja auch so ein Initial gewesen sein, was in Köln passiert ist. Dann werden solche Versammlungen verboten und dann werden die Gerichte
darüber möglicherweise noch mal entscheiden müssen. Aber mit dem, was in Köln geschehen ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn Veranstaltungen, wenn es die Hinweise gibt im Einzelfall, die verboten werden, sowas auch gerichtsfest sein wird. Wie viele Hinweise brauchen Sie noch? Auf Facebook angekündigt, 4000 Leute stehen noch am Bahnhof. Also, ich möchte noch mal eine andere Diskussion, eine andere Frage in die Debatte werfen. Und zwar, Entschuldigung, haben wir natürlich im Vorfeld auch zu dieser Sendung eine Menge Reaktionen im Netz gehabt. Es gab eine Menge Hinweise darauf, dass unter den Demonstranten eben beispielsweise Frau Dadelin auch Kurden waren, auch Palästinensertücher zu sehen waren. AfD-Mitglieder. Auch AfD-Mitglieder zu sehen waren. Trotzdem die Frage, ist automatisch der Feind meines Feindes mein Freund? Ist es so einfach, in dieser Gruppe diejenigen auszumachen, die der definitiv rechten Szene zuzuschreiben sind? Nein, also es kann natürlich sein, dass da einige Kurdinnen und Kurden oder auch andere ganz normale Durchschnittsmenschen, die gegen den Islamischen Staat sind, die gegen den politischen Salafismus sind, sich angesprochen gefühlt haben und zu dieser Demonstration gegangen sind. Aber das ist nicht der Durchschnitt gewesen, dieser Demonstrantinnen und Demonstranten, beziehungsweise dieser Gewalttäter. Das war nicht der Durchschnitt. Der Durchschnitt war wirklich pogromartige Gewalttäter, die rassistische Angriffe auf Migrantinnen und Migranten verübt haben, auf den Straßen oder auch gegenüber Häuserfassaden, von denen aus den Fenstern Migrantinnen und Migranten geguckt haben, oder auch gegenüber Polizistinnen und Polizisten. Diese Angriffe begangen haben. Das war der Durchschnitt. Und insofern würde ich halt dafür warnen, jetzt nur weil es vielleicht einen unter 5000 gegeben hat, der einen kurdischen Migrationshintergrund hat, zu sagen, das war eigentlich ganz durch die Bank, ganz heterogen, das waren jetzt keine Rechten. Und ich zitiere trotzdem noch mal einen derjenigen, die sich via Facebook bei uns gemeldet haben. Darian Herzberg sagt, auch Türken, Kurden und Unpolitische waren in Köln. Nicht jeder Rechte ist ein Faschist, genauso wenig wie jeder Linke ein Kommunist ist. Offensichtlich gibt es das Bedürfnis im Netz, Herr Sundermeier, deutlich zu machen, dass es mehr Unterstützer gab, als wir uns und als sich gegebenenfalls auch die Behörden vorstellen können in diesem Land. Man möchte es eher als so eine Art bunte Truppe abgebucht sehen, die da in Köln unterwegs ist. Nein, das war keine bunte Truppe, das war eine homogene Veranstaltung rechtsextremistischer, gewaltgeneigter Fußballanhänger und mit ihnen befreundeter Leute. Es waren Rocker dort. Ich habe mit Leuten von den Bandidos gesprochen, die dort waren, aus dem Ruhrgebiet, aus Köln waren Rocker da, die natürlich nicht ihre Kutten getragen haben, weil zu dem Zeitpunkt haben alle noch gedacht, dass die Kutten verboten wären in Nordrhein-Westfalen. Sind sie ja nun nicht. Also es waren Rocker ohne Kutten dort. Die Migranten, die dort gewesen sind, waren im Promillebereich, im absoluten Promillebereich. Es war auch kein bürgerliches Publikum dort. Also diese Wähler, die zum Beispiel diese rechtspopulistische Partei Pro NRW hat, rund um Köln, die gegen Moscheebauten sind, auch mit aufgerufen. Die sind dort nicht gewesen, weil das eine Schwelle ist, die man überwinden muss. Ich kann mich im Internet hinter einer Fassade zurückziehen, kann ich mich verstecken mit so einem Nickname und meinen Islamhass kundtun, aber mit Gewalttätern auf die Straße gehen, das ist etwas anderes. Ich habe heute Morgen in einem Forum gelesen, da schreibt einer, ich wäre auch gerne mit dabei gewesen, weil ich kann auch dieses ganze Pakt nicht leiden, diese ganzen Moslems in Deutschland, aber was hätte ich meinem Chef am Montag erzählt, wenn ich nicht zur Arbeit hätte kommen können, weil ich mich dort verletzt habe. Also, es gibt so eine Hürde, dort mitzumachen unter den Islamhass, die ja unter uns jeder Fünfte sind. Da sagen uns die Wissenschaftler, dass die islamfeindlichen Einstellungen in Deutschland bis zu 20% sind. Einhaken bei einer anderen Geschichte. Also ich finde, wir reden jetzt über die Auswirkungen. Lassen Sie uns ein bisschen auch auf die Ursachen eingehen. Und diese Kettenreaktion, die wir gerade erleben, hat zum Teil auch etwas damit zu tun, dass wir lange Jahre verpasst haben, das richtige Maß auch im Umgang mit Toleranz und jetzt sind es Salafisten, vorher waren es wahrscheinlich ganz normale Leute zu finden. Da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, ist es nicht auch also ein Zug, auf den die sich gerade draufsetzen, den wir ein bisschen mit angefeuert haben? Indem wir beispielsweise, bleiben wir in Köln, da steht eine Großmoschee, die seit 5 Jahren nicht benutzt wird. So dringend muss es gewesen sein, dass sie gebaut wird. Da wurde einfach irgendein Projekt durchgewinkt, wahrscheinlich weil sich jemand gedacht hat, ach komm, wir wollen tolerant sein, gib den Türken doch ihre Moschee, ohne zu hinterfragen, sind eigentlich alle Türken, die in Deutschland leben, Moslems, brauchen die alle eine Moschee, wer ist die DITIB, warum baut die das? Und darauf setzen sich natürlich jetzt diese Leute.
Leute. Und wenn wir diesen Nazis weiterhin das überlassen, ihren Protest zu äußern und nicht innerhalb der Gesellschaft, der demokratischen Gesellschaft, eine Auseinandersetzung darüber stattfindet, was der Konsens sein muss, um in diesem Land friedlich miteinander zu leben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es diese Auswirkungen hat. Okay, also nochmal die ganz logische Frage, wie demonstriert man dann gegen den IS, gegen den Islamischen Staat, wie er sich nennt, und verhindert, von den falschen Beifall zu bekommen? Also auch da wieder Ursache vor Wirkung. Wir erleben gerade die Auswirkungen einer Politik, die zu uns zurückkommt. Und zwar deswegen, weil wir lange Jahre gleichgültig gewesen sind gegenüber den großen Konflikten in der Welt. Wir haben den Irak mitbombardiert, ohne ein Mandat übrigens der UNO. Wir beuten Länder nach Strich und Faden aus. Und wenn sie dann übers Mittelmeer zu uns kommen wollen, diese Leute sagen, wir bloß nicht zu uns kommen. Und natürlich solidarisieren sich Menschen mit diesen Konfliktherden und sagen, okay, wir hier aus der Mitte der deutschen Gesellschaft heraus, wir stehen nicht mehr auf der Seite des Mainstreams, sondern wir sind jetzt IS-Befürworter. Das ist krank, finde ich, weil es gibt keine Begründung für Gewalt und es gibt auch keine Rechtfertigung für dieses Verhalten und diese Gedanken. Aber trotzdem gibt es eine Ursache dafür, an der wir mitbeteiligt sind, dadurch, dass wir uns zu spät Gedanken darüber gemacht haben. Ich sage bewusst wir, weil ich auch Teil dieser demokratischen Gesellschaft sein will. Und wie gesagt, wir müssen uns jetzt dringend Gedanken darüber machen, wo der Konsens liegen kann. In Deutschland gilt nicht die Scharia, sondern das Grundgesetz. Wenn sich jemand über das Grundgesetz stellt und meint, die Scharia wäre wichtiger, dann müssen wir einen Weg finden, mit ihm umzugehen. Wir dürfen die Demos nicht den Nazis überlassen. Und solange wir das nicht machen, werden die anderen schneller sein als wir. Wie, Herr Wendt, gehen wir jetzt also damit um? Es hat insgesamt nur 20 Festnahmen gegeben, was einigermaßen wenig ist für eine so große Demonstration. Der Bundesinnenminister, Herr Maas, hat es gerade zitiert, wünscht sich schnelle Verfahren und eine schnelle Gerichtsbarkeit. Wir hoffen jetzt also auf strenge Richter in dieser Frage? Das hat ja der Bundesinnenminister schon gesagt. Er hofft jetzt, dass schnell Anklage erhoben wird von den Staatsanwaltschaften. Der hat offensichtlich die irrige Annahme, dass die Staatsanwälte in Köln die ganze Zeit jetzt darauf gewartet haben, dass jetzt endlich mal ein paar Verfahren kommen, damit sie was zu tun kriegen. Mhm. Ein durchschnittlicher Staatsanwalt muss in der Woche 400 Straftaten bearbeiten und abschließen. Das heißt, die Justiz ist in diesem Bereich genauso kaputt gespart worden wie die Polizei und der öffentliche Dienst insgesamt auch. Das heißt, wenn man nicht bereit ist, mit ausreichendem Personal dafür zu sorgen, dass die Justiz auch vernünftig arbeiten kann, kann ich sagen, dir bitte, habe ich schon gehört, aber vergessen Sie es. Das wird nicht stattfinden. Schnell geht hier gar nichts. Das geht nach rechtsstaatlichen Grundsätzen. Und dann kommt eins nach dem anderen. Also die Justiz hat genauso Personalprobleme wie die Polizei auch. Und solange man, und Sie haben ja recht, die gesellschaftliche Diskussion müssen wir führen. Aber solange wir alles das immer unter der großen Überschrift führen, ob es Präventionsprojekte sind, ob es Jugendsozialarbeit ist, ob es der Rechtsstaat ist im Sinne von Repression, das heißt Strafverfolgung, wenn das alles nichts kosten darf, dann können Sie es gleich vergessen. Das wird nicht funktionieren. Okay, die Frage geht weiter, Herr Sundermeier. Was tun wir gegen diese Gewalt? Ich nehme mal an, Sie plädieren jetzt nicht für Sozialarbeit, die wir verordnen wollen. Was tun wir? Also ich plädiere einfach dafür, dass man sich schlau macht. Dass man sich schlau macht, und da muss ich wirklich dem Bundesjustizminister widersprechen, das, was dort in Köln passiert ist, hätte man vorher wissen können. Und es gab reichlich Leute, die das vorgeahnt haben, die, wie wir alle, darüber regelmäßig berichtet haben. Lesen Sie keine Zeitung. Es gibt einige Journalisten, die diese Zusammenhänge richtig erkannt haben und die Informationen, die uns zur Verfügung standen mit Sicherheit auch den Leuten zur Verfügung, die staatlicherseits hätten entscheiden dafür müssen. Geben wir die Frage gleich weiter. Zuständig wie sehr, sind. Herr Maas, wie sehr vertrauen Sie eigentlich dem Verfassungsschutz? Wie sehr vertrauen Sie Ihrem Verfassungsschutz nach dem, was wir über seine Erfolge in der letzten Zeit wissen? Naja, wenn man all das, was im Zusammenhang mit dem NSU geschehen ist in den letzten Jahren in Deutschland, würde ich mal sagen, da hat das Vertrauen in den Staat insgesamt, aber vor allen Dingen natürlich auch in den Verfassungsschutz gelitten. Das ist ja etwas, was aufgearbeitet worden ist im Untersuchungsausschuss. Es gibt dazu jetzt auch gesetzliche Veränderungen, die parteiübergreifend beschlossen worden sind, Gesetze, die verändert werden. Aber da ist durchaus etwas hängen geblieben. Aber ich glaube tatsächlich,
es geht nicht nur um Repression, das heißt, dass alle diejenigen, die dort straffällig geworden sind, auch angemessen bestraft werden, sondern wir müssen uns, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das hört sich vielleicht langweilig an, aber ja, ich stimme Ihnen zu, in der Vergangenheit haben wir einiges versäumt. Eins ist mir dabei ganz besonders wichtig. Das, was jetzt diskutiert wird als Salafismus, das ist ein kleiner Teil der muslimischen Gemeinde in Deutschland. Und es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Zentralrat der Muslime sehr früh sich von dem distanziert hat, was da geschieht. Das heißt, die überwiegende Mehrheit der Muslime in Deutschland sind friedliebende Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, die in den gleichen Vereinen sind, wie wir sind, die wir unterstützen müssen, damit sie auch innerhalb ihrer muslimischen Gemeinden dies thematisieren. Es nützt nichts, wenn die 75 Millionen in Deutschland außerhalb der Muslimen, die etwa 5 Millionen sind, nur darüber diskutieren. Das muss auch ein Thema innerhalb der muslimischen Gemeinde sein. Und wenn wir jetzt sozusagen alle, die muslimischen Glauben sind, unter Generalverdacht stellen, dann tun wir genau das Gegenteil von dem, was angesagt werde. Und deshalb finde ich, muss man diese Diskussion führen, aber man muss sie mit den Muslimen führen und man muss sie in die Lage versetzen, auch diese Diskussion innerhalb ihrer Gemeinden zu führen und das auch sehr bewusst und auch klar darauf hinzuweisen, was sie akzeptieren und was eben nicht mehr akzeptabel ist. Das ist ganz besonders wichtig. Also die Mittel des Staates, ob man eine Demonstration erlauben soll oder nicht, wie viele Strafverfahren eingelegt werden, ob genug Polizisten vor Ort waren, das kann man alles jetzt im Einzelfall aufarbeiten. Wir werden uns sicherlich auch überlegen müssen, was wir tun gegen den Salafismus, was wir tun gegen die Dschihadisten, die ein- und ausreisen. Aber genau, ich glaube schon, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir dürfen es nicht zulassen in unserer Gesellschaft, dass jetzt wieder alle Muslime unter Generalverdacht gestellt werden, denn damit treiben wir denen den Extremisten in ihren eigenen Reihen in die Arme. Diese Debatten, und wir dürfen diese Debatten, was kann ich dazu hinzufügen, ganz kurz. Wir dürfen diese Debatten nicht den falschen Leuten überlassen. Es geht nicht nur darum, dass wir über Nazis sprechen. Es geht auch um die Buschkowskis, um die Pirinchis, um die, die eben genau diesen Nährboden antriggern, die dann im Umfeld stehenden gehören zu diesem Bereich, die Nazis es gerade abgesehen haben. Und das finde ich ist eben besonders gefährlich, dass zum ersten Mal, das ist tatsächlich eine neue Entwicklung, die Nazis sich zu einem Fürsprecher machen, das machen sie sowieso, aber einer bürgerlichen Mehrheit. Und dass da Leute mitmachen, ohne zu merken, wer sie instrumentalisiert, das ist natürlich noch mal erschreckender. Und es kommt offensichtlich nun aber dann trotzdem, vielleicht hilft uns Herr Neumann, der Vergleich noch mal, wer sich da eigentlich mit den Neonazis und mit den Salafisten begegnet. Also beide Gruppen lieben die Gewalt, sie hassen Homosexuelle, sie hassen die Demokratie, sie haben etwas gegen Frauen. Kommt drauf an. Also wie was, vergleichbar sind sie? Was in England diese English Defense League, also diese englische Verteidigungsliga, so gefährlich gemacht hat, war ja genau, dass sie eben nicht nur aus Neonazis bestanden hat. Wenn es nur Neonazis wären, wäre es ja eigentlich recht einfach. Da könnten sie Strafverfahren anwenden, da könnten sie im Prinzip mit der Polizei das regeln. Das Problem war, dass sich da Koalitionen gebildet haben, die viel breiter waren und die zum Teil eben auch Migranten eingeschlossen haben, nämlich die, die gegen die Islamisten waren. Und das hat es politisch so problematisch gemacht oder so schwierig gemacht, diese Gefahr in den Griff zu kriegen, weil es eben größer war als nur diese bösen Neonazis, die man einsperren soll. Und genauso ist es bei den Salafisten. Da haben sie die gewaltbereiten Salafisten, da können wir Antiterrorismus machen, da können wir Leute einsperren, am Ausreisen hindern. Aber da haben sie die breitere salafistische Szene. Nicht alle von denen sind gewaltbereit. Und das ist ein Problem. Und da plädiere ich durchaus für Sozialarbeit. Das muss man politisch und sozial angehen, nicht nur mit dem Justizsystem. Also das ist zu kurz gegriffen zu sagen, wir sperren die alle ein. Wir wissen offensichtlich auch über diese Gruppe viel zu wenig. Wie nahe sind sich Salafisten und Dschihadisten? Zum Teil haben Sie es schon erklärt. Und worin bestehen Ihre größten Unterschiede? Die salafistische Szene, das hat der Innenminister diese Woche gesagt, besteht aus 7000 Leuten. Die Dschihadisten rekrutieren aus dieser Szene heraus. Nicht alle Salafisten sind Dschihadisten, aber sie gehen zu den Salafisten, um ihre Leute zu bekommen. Das ist das Problem. Genauso wie das in den 70ern bei der RAF der Fall war. Die haben aus der
extrem linken Szene herausrekrutiert, aber nicht alle Linken waren Unterstützer der RAF. Und das ist genau das Problem für den Staat. Die Terroristen, die kann man, mit denen kann man einfach umgehen, die kann man einsperren. Aber die Leute, die Unterstützer sind, die potenzielle Rekruten sind, das ist problematisch. Bei den Rechtsextremisten ist das Gleiche. Und das ist das Problem, ist die Radikalisierung junger Männer in diesem Land. Ich mache das mal ganz einfach. Es geht hier um Männer, es geht nicht um Frauen. Das ist einfach so. Das sind Radikale, das sind angry white men. So, ne? Das sind alles, zumindest auf Seite der Nazis sind sie weiß, auf der anderen Seite sind sie vielleicht nicht weiß, aber es sind radikalisierte junge Männer, die nicht mehr an diesen Staat glauben, die schon überhaupt nicht an diese Demokratie glauben. Und die einen gehen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung, je nachdem, aus welchem jeweiligen kulturellen Kontext sie kommen. Und sie eint einfach der Hass auf diesen Staat und auf Andersdenkende, und die werden immer mehr. Aber es fängt noch ein bisschen früher an. Es fängt noch ein bisschen früher an, bevor sie den Staat hassen. Sind das häufig Leute, die auf der Suche nach der eigenen Identität sind, die sich Fragen stellen, wo gehöre ich hin, genau. Was ist der Sinn, wie stehe ich zur Gesellschaft? Korrekt. Und an dem Punkt sind sie noch abfangbar. Genau. Wenn sie den Staat hassen, dann ist es meistens. Da gebe ich Ihnen recht, die da in Köln randaliert haben, die kriegen wir nicht mehr. Die kriegen wir nicht mehr. Da muss man vorher ansetzen, und dann bin ich bei Ihrem Punkt zu sagen, sozial, politisch muss man sich darum kümmern. Und genau, wenn wir danach noch mal fragen, wie groß eigentlich die ideologische Reichweite ist. Also die Hooligans haben offensichtlich Sympathisanten unter den heimlichen Ausländerfeinden, den Braven. Und die Salafisten haben offensichtlich auch Unterstützer unter den konservativen Muslimen. Korrekt. Das ist eine ideologische Bandbreite, die dann doch tiefer in die Gesellschaft geht, als wir uns gerne glauben machen wollen? Auf jeden Fall. Deswegen, es ging ja in Köln auch nicht um einen Protest gegen die IS-Terrormilizen, sondern es ging darum, den Hass auf alles Ausländische und auch auf diesen Staat auf die Straße zu bringen. Da steht ein Redner auf einer improvisierten Bühne und sagt, Leute, wir brauchen eine radikale Bewegung. Und jetzt zitiere ich im O-Ton, diejenigen, die Bild und Spiegel lesen, hatten 50 Jahre lang ihre Chance. Jetzt sind wir dran. Wir brauchen eine radikale Volksbewegung. Das ist das, was diese Leute wollen. Es geht nicht um den Protest gegen Terrormilizen in Syrien. Das heißt, auch aus dieser Szene und auch aus dieser neuen Kraft oder aus diesem rechten Zusammenschluss kann Terror erwachsen in Ihren Augen? Daraus ist ja schon Terror erwachsen. Das ist das Milieu, die Leute, die wir in Köln gesehen haben, ist genau das Milieu. Unter der Überschrift, NSU, ich meinte jetzt unter der Überschrift Hooligans gegen Salafisten, weil so gibt man sich ja ein neues Mäntelchen, eine Bürgerwehr zu sein. Die geben sich ständig neue Überschriften seit 30 Jahren. Das sind die Leute, aus denen auch der NSU-Terror erwachsen ist. Und das müssten die Sicherheitsbehörden in Deutschland eigentlich wissen. Okay, Herr Maas, jetzt erfahren wir nicht nur, dass offensichtlich der Staat nicht so richtig viel über diese rechte Szene weiß, er weiß offensichtlich auch nicht so richtig viel über die Dschihadisten in diesem Land. Mit ungefähr 480 ausreisewilligen Dschihadisten wird gerechnet. Andere Verfassungsschützer sagen, wir müssen diese Zahl unbedingt mal 4 nehmen, also von 1800 sprechen. Von wie vielen gehen Sie aus? Das kann ich Ihnen nicht sagen, denn im Moment haben wir das Problem, dass diese Zahlen wachsen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr vorsichtig, das zu quantifizieren. Denn die wenigsten von denen melden sich beim Verfassungsschutz oder wo auch immer. Wir stellen ganz einfach. Ja, wir stellen aber. Es gibt schon einen Unterschied. Also bei den Salafisten ist es so, dass mit dem, was sie tun, sie doch auch teilweise die Öffentlichkeit suchen. Und das macht sie eher erkennbar. Und deshalb haben wir uns ja auch darüber Gedanken gemacht, was tun wir da? Was tun wir mit denen? Auch mit den ausreisewilligen, gewaltbereiten Dschihadisten. Es gibt da welche, die sagen, na, lass sie doch ausreisen. Dann können sie irgendwo auf der Welt ihre Taten begehen. Leider denken sie da nicht so weit, dass sie irgendwann, Deutschland ist ihre Heimat, in ihre Heimat zurückkommen, dann weiter radikalisiert sind und dann erst recht in der Lage sind, hier Gewalttaten zu begehen, möglicherweise auch Anschläge. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass sie nicht mehr ausreisen können, damit sie eben nicht weiter radikalisiert werden. Sie sollen ihren Personalausweis abgeben müssen. Wir wollen es strafbar machen, dass mittlerweile das Verlassen Deutschlands, um an einem Terrorcamp teilzunehmen, in der Absicht, irgendwo einen Anschlag zu begehen oder an Kämpfen teilnehmen. Also insofern, das finde ich, ist eine sehr verantwortungsvolle Herangehensweise, zu sagen, lass sie doch weggehen, dann sind sie hier weg. Das Problem das macht zu exportieren. Der bayerische Innenminister? Ja, dann macht es nicht besser, wenn es der bayerische Innenminister ist. Ich will es einfach nur sagen, es ist leider auch politische Praxis in Deutschland. Also erstmal nicht die Praxis der Bundesregierung. Die
Zahl von 500 halte ich für korrekt, also auch im internationalen Vergleich. Zu Herrn Herrmann muss ich sagen, ich finde das als Experte finde ich es absolut unverantwortlich. Denn wir wissen, dass Leute, die ins Ausland gehen, dort kämpfen, sich dort brutalisieren, dort Fähigkeiten sich aneignen, dort an Netzwerken teilnehmen und zurückkommen als bessere Terroristen. Das hat Studie nach Studie bewiesen. Und zu sagen, wir lassen diese Leute ziehen und hoffen, dass sie dann irgendwann nicht wiederkommen, ist meiner Meinung nach absolut unverantwortlich und durch keinerlei empirische Beweise gedeckt. Gut. Also das wäre eine sehr schlechte Frage. Man muss dazu sagen, dass mittlerweile auch Kritik von außen kommt, weil selbst die Vereinten Nationen fordern, dass es eine Übereinkunft aller Staaten geben soll. Absolut. Ich habe als Berater an der Resolution mitgewirkt. Ja? Und das ist absolut wichtig, dass alle Staaten Verantwortung für ihre eigenen Leute übernehmen. Mhm. Es ist ja nicht so, wenn Herr Herrmann sagt, okay, wir lassen die jetzt ziehen und dann machen die irgendwelche Anschläge in Frankreich oder Großbritannien, dass das besonders toll ist. Wenn oder jetzt plötzlich deutsche Staatsbürger in Frankreich oder Großbritannien irgendwelche Anschläge Ich habe mal eine Frage an Sie, Frau Illner. Einfach so? Ja. Und zwar, wir haben jetzt festgestellt, alle haben wir irgendwie unseren Part. Wir hätten früher vielleicht darüber nachdenken müssen, was unser Anteil war. Sie hätten vielleicht vorher wissen können, wo sich die Nazis treffen. Meine Frage mit dem Bahnhof ist immer noch nicht beantwortet. Selbst wenn Aber Sie wissen, lassen Sie mich wo sich das Nazi noch zu Ende sagen. Ja, können Sie das es mindestens nicht einfach umleiten so und versuchen, normale Bürger irgendwie zu schützen. Aber das ist ein anderes Thema. Meine Frage an Sie. Glauben Sie nicht, dass auch die Medien eine Verantwortung haben, dieses verhältnismäßig kleine Grüppchen an Leuten nicht so zu überhöhen, dass in einem großen Teil der Bevölkerung das Gefühl entsteht, wir stünden kurz vor der Invasion einer salafistischen Truppe, Armada. Ich erinnere mich an Herrn Jauch, Ihren ehrenwerten Kollegen. Da hat so ein bärtiger Typ eine halbe Stunde lang Dünnschiss gelabert. Warum kriegt er so ein Programm? Und dass dann die Leute... Auch Ihre Kollegin Frau Maischberger, sicher auch schon bei Ihnen. Ich riech's noch hier. Aber dass solche Leute dann so ein Podium bekommen, führt dazu, dass eben tatsächlich auch der Mainstream irgendwann sagt, es reicht. Und da haben wir wieder auch eine Mitverantwortung, Sie übrigens eine große, zu sagen, nee, wir geben dem kein Podium, weil das bringt nichts. Also ich kann jetzt weder die Gäste meiner Kollegen erklären. Das ist auch eine gesellschaftliche Realität, über die Medien sprechen müssen. Ich kann weder die Gäste meiner Kollegen erklären. Anfangen, darüber nachzudenken. Und Herrn Jauch können wir jetzt auch nicht interviewen. Naja, man kann für alles die Augen zumachen. Das die Frage ist, können wir ein solches Problem... Ich finde es auch unangenehm. Aber es kann doch nicht dazu führen, dass die Probleme, die wir in diesem Land haben, in den Medien nicht mehr wiedergespiegelt werden. Das ist doch die Voraussetzung dafür, dass wir anfangen müssen, darüber nachzudenken. Sie haben doch eben selbst gesagt, man muss unterscheiden zwischen dem großen Anteil der Muslime, die hier friedlich leben, und einer kleinen Gruppe von Salafisten. Ich sehe ganz selten friedliche Muslime im Fernsehen. Ich sehe immer bärtige Typen. Überhaupt. Also ganz da kann ich jetzt nur sagen, das ist nicht fair. Aber ich muss jetzt die Medien auch gar nicht so richtig verteidigen. Offensichtlich haben die Menschen das Gefühl und nicht nur die Medien das Gefühl, dass man dieses Problem nicht abschieben kann. Wir können ja nicht so tun. Und deswegen muss er Sonntagabend bei Jauch eine halbe Stunde Sendezeit bekommen. Rufen Sie ihn doch einfach an und fragen Sie ihn. Können wir jetzt schlecht von hier machen? Es ist auf jeden Fall wichtig, für meine Begriffe genauso wichtig, darüber zu reden und mit Muslimen darüber zu reden, mit irgendwie friedlichen Muslimen darüber zu reden, weil offensichtlich eben auch manchem deutschen Bürger noch beizubringen ist, dass auch ein deutscher Muslim sein kann. In angemessenen Proportionen, wenn die Mehrheit der hier lebenden Muslime friedlich ist und nicht radikal, dann erwarte ich, dass das auch so repräsentiert wird. Sie entscheiden hier, wer ins Fernsehen darf, wer in die Medien kommt. Das steht Ihnen überhaupt nicht zu. Wie viele Polizisten Meinungsfreiheit schützt nicht nur Ihre Meinung, sondern die Meinungsfreiheit schützt auch grausame, schwachsinnige, blödsinnige Meinungen. Das ist nun einmal so. Das spielt halt dann in den Medien auch eine Rolle. Und es wird nichts besser, wenn wir so tun, als wenn es das alles nicht gäbe. Ich habe lediglich hinterfragt, wo die Verantwortung der Medien ist. Und ich habe nicht gesagt, dass jemand nicht
bei Günther Jauch sitzen darf und reden soll. Und es ist eine gute Frage und damit befassen sich viel Platz für diesen die Dingen einräumen. Medien auch regelmäßig. Und vielleicht kommen wir jetzt einfach noch mal zu den Fakten zurück und fragen uns, wie viel wir eigentlich wirklich über das wissen, was Herr Sumuncu nicht so ausführlich diskutiert sehen will, aber wo der Verfassungsschutz wenigstens geneigt ist, Woche für Woche eigentlich die Zahlen zu erhöhen. Die Salafisten in Deutschland. Es sind gezielte Provokationen, mit denen Salafisten in Deutschland auf sich aufmerksam machen. Im September geht in Wuppertal die sogenannte Scharia-Polizei auf die Straße. In Spielhallen und Bars sprechen Salafisten gezielt junge Leute an, ermahnen sie, nach den Regeln des Islam zu leben. Die Videos ihres Einsatzes stellen sie anschließend ins Internet. Die erste große Aktion der Salafisten begann im April 2012. In ganz Deutschland verteilen sie kostenlos den Koran. Die Idee dazu hatte der islamistische Prediger Abu Nagi, ein Mann, der den Dschihad verherrlicht und absoluten Gehorsam verlangt. Steht gerade für diese Religion, opfert alles für diese Religion. Und wenn ihr aufrichtig seid, Allah wird euch beschützen. Salafisten. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nennt sie die am stärksten wachsende extremistische Bewegung Deutschlands. Und er kommt beim Zählen kaum noch nach. Zunächst wenige Tausend, waren es Anfang Oktober bereits 6.200 und heute weit mehr als 6.300. Bis Jahresende sollen es bereits 7.000 sein. Herr Wendt, werden es wirklich so schnell mehr oder hat man einfach zu spät mit dem Zählen angefangen? Nein, man hat begrenzte Möglichkeiten nur zu zählen. Und ich kann das immer nur wiederholen, die Leistungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden hängt von ihrer Ausstattung ab. Und man kann jetzt natürlich sagen, jetzt soll der Verfassungsschutz, habe ich auch gehört, die Idee, auch noch die Hooligans beobachten. Super Nummer. Ich kann nur sagen, teilen wir das immer auf. Die Situation wird langsam unübersichtlich. Also Linksextremisten, Rechtsextremisten, Fußballrocker, Salafisten, das gehörte immer schon zum Wochenendprogramm der vergangenen Jahre. Jetzt kommen noch die Hooligans dazu und dann kommen noch die Syrienheimkehrer dazu. Es reicht für die Sicherheitsbehörden. Das kann man mit diesem Personalbestand auf jeden Fall nicht leisten. Das heißt, immer mehr Aufgaben bei abnehmendem Personalbestand führt zu schlechteren Ergebnissen. So einfach ist das. Wenn man nicht bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen für wirklich gute Technik, für Auswerte- und Analysetechnik und für qualifiziertes Personal, dann wird man nicht zu guten Ergebnissen kommen. So einfach ist das. Was nichts kostet, sagen wir im Ruhrgebiet, ist auch nichts. Okay, Frau Dardelen, hat man die Dynamik mit dem sogenannten arabischen Frühling, dem Krieg in Syrien und im Irak unterschätzt und das Überschwappen dieses Konfliktes nach Deutschland unterschätzt? Haben alle überschätzt. Nein, frage ich auch gleich Herrn Neumann, Klar? Das ist weniger eine Unterschätzung gewesen, sondern man hat es gewähren lassen, bewusst gewähren lassen. Also nicht nur versagt, sondern bewusst gewähren lassen, radikal-islamistische Kräfte gewähren lassen, sowohl im Inland in Deutschland als auch im Ausland. Und ich möchte das an zwei Beispielen ausführen. Das eine ist, man hat nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, im Syrien-Konflikt angewandt. Nämlich, dass man radikal-islamistische Kräfte gegen das Assad-Regime unterstützt hat, weil man unbedingt einen völkerrechtswidrigen Regime-Change in Syrien auf den Weg bringen wollte. Das zweite ist, dass man in Deutschland, ja natürlich hat man das gemacht, der IS ist aus der FSA mit herausgebildet worden. Es war mit drin, die Al-Nusra und andere radikal-islamistische Kräfte waren mit drin in dieser Koalition. Man hat es noch vor ungefähr anderthalb Jahren mit begrüßt aus dem Westen, dass man diese ganzen Kräfte mit einbinden konnte in diese Opposition gegen Assad und hat da eben auch billigend in Kauf genommen, dass diese Kräfte oder diese Frankenstein-Monster, die man mit unterstützt hat, irgendwann sich gegen uns wenden. Das hat mir bei einer kürzlichen Reise mit Außenminister Steinmeier der libanesische Außenminister selber gesagt. Er hat gesagt, mit dieser Regime-Change-Politik des Westens züchtet man mit den salafistischen Terrorismus, der sich dann auch gegen den Westen wenden wird und zurückkehren wird. Wir sind und das Zweite ist, einen anderen Punkt möchte ich noch ganz kurz hier erwähnen. Ich meine, in Deutschland, gerade im Rheinland, heißt es, dass der Salafismus dort sein Zentrum hat.
Und da hat die Bundesrepublik Deutschland mit das unterstützt, meines Erachtens, was man nicht machen sollte, mit solchen Schulen, gemeinnützigen Schulen wie der König-Fahd-Akademie, die von Saudi-Arabien finanziert und unterstützt wird. Eine Schule, die gemeinnützig ist. Allein schon der Name ist Programm König-Fahd. Das war 20 Jahre lang ein saudischer Diktator, der für den Export von salafistischem Terrorismus verantwortlich war in Saudi-Arabien. Und man weiß von dieser Schule, dass dort Antisemitismus gelehrt wird in den Schulen und so weiter. Und ich finde, diese Schule mit seinem Ableger in Berlin hat nichts in Deutschland zu suchen. So eine Schule gehört nicht in Deutschland. Und so eine Schule, aus der nehme ich auch Rekrutierungen und eben auch also Rekrutierungen für diese politische, salafistische Szene stattfindet, die ist nachgewiesen. Und so ist es zu einem Zentrum auch geworden, Bonn und Rheinland. Und so etwas darf es in Deutschland meines Erachtens nicht geben. Und auf diese Art und Weise, Herr Neumann hat gerade protestiert. Auf diese Art und Weise sind aber europäische Länder tatsächlich Rekrutierungsboden für den Dschihad geworden, weil es in Deutschland wenigstens 400 bis 500 gewaltbereite oder dschihadistische Kämpfer gibt, in Großbritannien in einer ähnlichen Größenordnung. Würden Sie sagen, europaweit ist das viel zu spät entdeckt worden oder ist es tatsächlich benutzt worden? Ja, also alle Experten, alle Regierungen haben das unterschätzt. 2011 haben wir uns alle über den arabischen Frühling gefreut. Die Demokratie auf dem Vormarsch. Und natürlich hat keiner damit gerechnet, wie es sich so entwickelt hat. Und auch um das mal zu korrigieren, ja, wenn wir über Diktatoren reden, Bashar Assad ist ein brutaler Diktator, der seine Leute geschlachtet hat. Die Golfdiktaturen aber auch in Saudi-Arabien, absolut mit denen man arbeitet. Hat. Sind Sie und dafür, dass man Saudi-Arabien so eng zusammenarbeitet? Der Westen hat die syrische Opposition unterstützt, nicht genug unterstützt. Deswegen hat sich die syrische Opposition saudischen und katarischen Geld zugewendet und ist dadurch extremistischer geworden. Das war genau das Problem. Also es ist genau andersherum. Es ist absolut genau andersherum. Leider sind europäische Länder zu einem Rekrutierungspool geworden für diese salafistischen Organisationen. Absolut. Diese Männer sind hier bei uns zu Hause. Wir können sind häufig auch Konvertiten. Man kann nicht mehr sagen, sie hätten einen Migrationshintergrund. Und wenn Sie sich anschauen, in 2012, 2013, viele dieser jungen Männer sind genau nach Syrien gegangen, weil eben sie das Gefühl hatten, dass dort ein Genozid stattfindet, ausgeführt von Bashar Assad, und dass der Westen die syrische Opposition allein gelassen hat. Genau das Gegenteil von dem, was Sie erzählt haben. Genau das Gegenteil. Deswegen sind viele Leute nach Syrien gegangen als Salafisten und haben diese Gruppen unterstützt. Aber es ist ja nun nicht so, dass man nichts tun kann in Deutschland. Also es ist ja auch nicht so, dass hier nichts geschieht in Deutschland. Aber was können Sie beispielsweise gegen Dschihadisten tun? Was können Sie gegen Einzeltäter tun? Ich will Ihnen sagen, was wir tun können und was im Übrigen auch geschieht, wenn Sie sich Berlin anschauen. Die Polizei hat hervorragend ausgebildete Spezialisten, die sich in der muslimischen Gemeinde bewegen, gemeinsam mit den dortigen Verantwortungsträgern im ständigen Dialog sind und darauf achten, dass zum Beispiel junge Leute, die sich dort auch bewegen, eben nicht abgleiten ins radikale Milieu und die rechtzeitig auffangen, um die dann zu begleiten. Darf ich das damit fragen? Genau, kann man in dieser Szene auch beispielsweise mit V-Männern arbeiten? Wir haben gelinde gesagt, da nicht so tolle Erfahrungen. Aber kann man in der Dschihadisten-Szene V-Leute überhaupt platzieren? Das ist ausgesprochen schwierig, ist ja auch logisch, aber das brauchen wir da auch gar nicht. Da wird sehr offen mit Polizistinnen und Polizisten gearbeitet, die gemeinsam mit den Imamen, mit anderen Verantwortungsträgern dort dafür sorgen, dass junge Leute nicht abrutschen. Und wenn Sie so eine Zahl nennen, in Berlin gibt es über 250.000 Muslime, davon sind gerade mal 500 Salafisten und vielleicht 200, 250 davon sind gewaltbereit. So sind auch die Dimensionen. Das heißt, man muss auf die friedliche muslimische Gemeinde zugehen und mit denen gemeinsam dieses Problem angehen. Aber noch einmal, dazu braucht man Sozialarbeiter, Streetworker, Polizisten. Man braucht diejenigen Kräfte, die in der Lage und bereit sind, hier auch mit großem Sachverstand und mit viel Geduld daran zu gehen. Aber die braucht man dann aber auch. Und wenn man die, muss ich leider Ihnen sagen, als Gewerkschafter, wenn man die dann wegstreicht, dann sind die eben nicht mehr da. Und dann findet diese wichtige Präventionsarbeit eben nicht mehr statt. Ich finde aber, sie muss stattfinden, und zwar überall. Okay, damit ist der Ball wieder in der Politik, Herr Maas. Der Vorwurf, einerseits, die Politik hat die Gefahr unterschätzt und sie verringert die Zahl der Polizisten, der Männer, die etwas dagegen tun können.
Also die Entwicklung im Nahen Osten, das hat Herr Neumann ja beschrieben, ist außerordentlich schwierig prognostizierbar gewesen. Und da würde ich schon sagen, dass das, was sich dort entwickelt hat nach dem arabischen Frühling, so auch nicht vorauszusehen gewesen ist. Die Frage, wie wir mit dem Thema hier umgehen, ist, das eine ist eine Frage der Repression. Das heißt, diejenigen, die straffällig werden, müssen auch mit aller Härte des Gesetzes verfolgt werden und müssen auch einer Strafe zugeführt werden. Sie wollen aber Terrorfinanzierung unter Strafe stellen? Wir werden diejenigen, die Das ist der Punkt von Frau Dardenne. Genau, diejenigen, die erwischt werden, das Land verlassen zu wollen, um an Terrorcamps teilzunehmen, in der Absicht, Anschläge zu verüben oder an Gewalttaten teilzunehmen, bereits bestrafen, was jetzt noch nicht so ist. Und wir werden auch die Terrorfinanzierung inklusive der Geldwäsche mit einem neuen Straftatbestand belegen. Auch das wird verfolgt werden. Aber das, was Herr Wendt gesagt hat, wird dadurch nicht unwichtiger. Das sind alles Dinge, da ist es schon zu spät. Das ist das Strafrecht. Wir müssen eigentlich vorher in der Prävention ansetzen. Wir stellen jetzt 30 Millionen dauerhaft zur Verfügung für Projekte gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Da gehören auch solche Projekte dazu, die Herr Wendt angesprochen hat. Wir unterstützen damit, und zwar nachhaltig, das ist über mehrere Jahre finanziert, auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich damit auseinandersetzen, die auch irgendeine Infrastruktur brauchen für sowas. Und wir müssen, und das ist das, glaube ich, worauf es am Schluss ankommen wird, die Muslimen, die hier leben, die sich an Recht und Gesetz halten, die in einem freiheitlichen Land auch leben wollen, die gleichen Werte haben, die wir haben, die müssen wir unterstützen, denen müssen wir helfen in der Auseinandersetzung mit den Fundamentalisten in ihren eigenen Reihen. Das wird nach meiner Einschätzung ganz wesentlich darüber entscheiden, ob diese Auseinandersetzung erfolgreich sein wird oder nicht. Ich wollte eine Frage kurz noch mal an Herrn Somunchu stellen. Herr Somunchu, ich würde mal sagen, die Volksmeinung tendiert eher gegen Ausreise, also abschieben, die Fundamentalisten und Dschihadisten lieber ins Ausland schicken, gänzlich anders als die Experten und die Politik und nun auch die Vereinten Nationen beschließen. Was würden Sie sagen? Eher ein Einreisestopp oder ein Ausreisestopp? Na, Einreisestopp geht ja nicht, sind ja viele Konvertiten dabei. Deswegen glaube ich schon. Ich komme da noch mal auf das, was ich eben gesagt habe. Und wir sind da eigentlich einer Meinung. Es bedarf einer Prävention, es bedarf einer keiner Sanktion, sondern tatsächlich auch im Nachhinein einer gerichtlichen Auseinandersetzung, die darin meiner Meinung nach münden sollte, dass man vor allen Dingen das Geld, was da ausgegeben wird für den Polizeieinsatz, denen anlastet, die es verursacht haben. Und wir müssen aus der Mitte der demokratischen Gesellschaft heraus, und das wiederhole ich gern nochmal, eine offene Debatte darüber führen können und diese Debatte auch angstfrei führen. Ohne Nazi-Keule sagen können, beispielsweise, brauchen wir so eine Moschee in Köln, ja oder nein? Ohne Nazi-Keule, ich rede jetzt wie ein uralter Deutscher, das als Ex-Türke, sagen zu können, verhalten sich diese Leute hier nach dem Kodex, nach Grundgesetz und Recht und Ordnung oder nicht? Nein. Genau. Und wenn wir das geschafft haben, dann überlassen wir die Debatten nicht mehr den falschen Leuten und dann wird sie auch entradikalisiert. Mhm. Und wir haben unter die auch mit Herrn Neumann einen Experten hier zu sitzen. Ja. Herr Neumann, Sie haben mit Ihren Kollegen insgesamt Kontakt zu 50 Dschihadisten im Irak und in Syrien, kommunizieren mit denen auf verschiedenste Art und Weise. Was planen die hier eigentlich dann zukünftig in Europa? Also es gibt da drei Gruppen. Es gibt Leute, die sind brandgefährlich, die wollen zurückkommen und hier Anschläge verursachen. Es gibt Leute, die sind gestört, also die sind nicht unbedingt ideologisch motiviert, aber die sind traumatisiert durch ihre Erfahrungen im Konflikt und die sind gefährlich auch ohne terroristische Motivation. Es gibt allerdings auch Leute, die sind desillusioniert. Das heißt, Leute sind enttäuscht mit dem, was sie dort vorgefunden haben. Die fühlen sich irregeführt durch die Propaganda von ISIS und die würden gerne zurückkommen und nicht unbedingt 30 Jahre lang ins Gefängnis gehen. Und ich denke, man muss eine Strategie konzipieren, die für jede dieser Gruppen eine Antwort hat. Und das ist genau meine Kritik, Herr Maas, wenn Sie erlauben, dass Deutschland eben kein nationales Konzept hat.
Das heißt, wir geben hier Geld aus für Prävention, aber es ist immer noch Kraut und Rüben. Wir haben keine Logik, wir haben keine wirkliche Strategie. Es passiert einiges in den Ländern, aber das ist nicht koordiniert. Wir brauchen ein nationales Konzept für die Prävention. Wenn uns Prävention wichtig ist, dann müssen wir es richtig angehen. Nicht nur Geld ausgeben, sondern eine Strategie. Weil wir auch mit einer neuen Form von Anschlägen rechnen müssen. Es sind keine großen, sondern eher Einzeltäter. Absolut. Und wenn Sie sich vorstellen, ich möchte hier jetzt nicht den Schrecken an die Wand malen, aber wenn Sie sich vorstellen, dass eine Enthauptung in der Mitte Berlins stattfindet, das kann genauso einen Effekt auf die Gesellschaft haben wie ein großer Terroranschlag. Das kann genauso die Polarisierung auslösen, die dann die Rechten mobilisiert. Und das macht es so gefährlich, weil genau diese kleinen Anschläge so schwer zu verhindern sind. Die passiert sind, in London passiert sind, in Ottawa passiert sind. Absolut. Wir müssen leider zum Punkt kommen. Ich kann jetzt einfach nur noch sagen, wir sind schon wieder ein bisschen über die Zeit. Markus Lanz ist in der Spur. Es gibt noch viel zu diskutieren und es ist vor allen Dingen immer wieder festzustellen, dass wir noch nicht wirklich viel wissen. Und schon dazu kann die eine oder andere Gesprächsrunde dieser Art gut sein. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. Gebe weiter an Markus Lanz, der heute unter anderem Ilse Aigner zu Gast hat. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, nächsten Donnerstag, 22:15 Uhr. Vielen Dank Ihnen allen. Danke.